Sneaky, sneaky boy, sneaky boy, sneaky, sneaky boy. Willkommen zurück zu Metro 2033. Haha. Und wir müssen jetzt ein wenig schleichen. Ja. Wir müssen nämlich, wir haben von einem lieben Kollegen gesagt bekommen, dass wir den Generator ausschalten müssen. Ich werde mal die Night Vision einschalten. Jawohl. Wie geht es deiner Familie? Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Wer braucht das alles schon? Aha. Und wer denn jetzt ohne Kinder? Hm? Das Militär vielleicht? Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und nach Gansa gehen? Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. Ganz leise jetzt hier. Kann man da rauf, da oben? Ich würde das gerne mal probieren. Aber was bringt uns das? Gar nichts anscheinend, oder? Doch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich komme da aber nicht rauf. Irgendein Geräusch. Schenkt euch doch. Hallo. 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 Ja. Ja. Ha. 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 Ja, sag mal, bist du mal bald fertig jetzt hier? Geht doch, meine Güte. Ich würde das gerne nämlich nochmal vernünftig machen. Das hat mir nämlich nicht gefallen. Das geht besser, das weiß ich. Das geht viel, viel besser. Wir waren eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Was hat so lange gedauert? Ich war noch eben am Klo. Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Mhm. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Komm. Nimm das. Ja, gib die Wumme her. Willst du haben. Ist geil. So. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Ja, ja. Hast du mir ja schon gesagt. Ich weiß. So, war hier noch was gewesen? Nein. So, okay. Also, auf ein neues Glücksspiel. Mal eben, haben wir den voll links. So, also. Zack. Da oben könnten wir raufgehen. Aber wir haben gesehen, wir können wahrscheinlich über das Rohr wahrscheinlich irgendwie klettern. Aber dazu müssen wir erstmal da raufkommen. Hier vielleicht? Nee, das wäre zu einfach, glaube ich. Oder? Oder kommen wir von hier rauf? Nee. Was für ein Leben. Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. Ich werde hier mal ganz schleunigst vorbeischleichen, einfach mal. Was ist das für ein Licht? Ich sehe überhaupt nichts. Kann ich das ausmachen? Ja, ich kann es ausmachen. Gott sei Dank. Welche Richtung geht der? In die andere Richtung. Das ist schon mal gut. Ich würde auch gerne bei denen ins Lager reinschauen. Bin ich ganz ehrlich. Hahaha. Klappt schon mal besser wie vorher. So, wo ist der andere Kollege? Sitzt der da noch? Er sitzt da wahrscheinlich noch, ne? Oder? Sieht er? Ah. Yeah. Komm her. So, sehr schön. Das heißt, wir können hier ein wenig... Und da ist ein Metrobuch, das hätten wir liegen lassen, seht ihr? Siehst du, das hätten wir jetzt liegen lassen. Und bei der schwarzen Station würde uns jetzt schon wieder ein Eintrag fehlen. Also, los geht's, Eintrag 1. Wir tragen alle kugelsichere Rüstung. Selbst nach
Nachdem wir die Weste und alles andere abgelegt haben, sind wir noch immer von Kopf bis Fuß in einem Schutzmantel gekleidet. Wir haben Angst, uns anderen Menschen zu öffnen, unsere Gefühle zu zeigen. Wir haben Angst, dass jemand unsere Gedanken verstehen könnte. Wir verstecken unsere Gesichter unter Gasmasken, aber darunter befindet sich noch eine Maske. Ullmann, der ewige Optimist, der leichtherzige Scherzbold, sein wahres Gesicht habe ich nur einmal gesehen, als sein Kamerad starb. Zu Tode erschöpft, fast verzweifelt, so sah er aus. Nur für eine Sekunde. Einen Augenblick später hatte er seine Panzerung zurück und war wieder der alte, fröhliche Mensch. Ich habe nie versucht, ihn noch einmal zu öffnen. Das macht man in der Metro nicht. Und ich werde mich auch bestimmt nicht für jemand anders öffnen. Ja, ich glaube, man wird auch so nach einer Zeit, wie man auch hier so ein wenig verrückt, glaube ich, in der Metro. Also so ein bisschen Banane. Das bleibt ja, glaube ich, nicht aus. Also das wäre ja... Das wäre ja irgendwie, ne? Das würde mir, glaube ich, genauso passieren. Oh. Ich frage mich gerade, wo die Lichtquelle ist. Wer klingelt denn da? Hallo? Hallo? Dürfen wir eigentlich unsere Maske abnehmen? Anscheinend schon. Die Lichtquelle ist da oben irgendwo, ne? Ja, die können wir nicht ausmachen. Okay. Die Szene kannten wir jetzt gerade vom Trailer. Falls sich einige daran erinnern. Oh. Die haben uns gesehen. Ey, so ein Mist aber auch. Sollen die ruhig hier hinkommen? Dann mache ich sie alle. So. Mein Gott, ist das spannend. Voll cool. Auch so mit Schleichen mal ab und zu. Nicht nur Mutanten ballern. Das ist so cool. Geht weg. Der Pfeil zeigt immer lang, wo wir lang müssen anscheinend. Ist übrigens da. Den seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Machen wir eben kurz aus. Da ist der Pfeil. Da. Da ist der. Boah, war das knapp. Und wenn ich euch dabei erwische, dass ihr Karten spielt, seid ihr tot. Was spielt ihr denn? Kanaster? Skat? Mau Mau? Poker? Oh, da oben. Da unten laufen sie. Ich will den jetzt nicht erledigen, weil da noch mehrere sind. Oh Mann, ey, das mit dem Licht geht mir auf den Senkel. Nein! Was mache ich denn? Oh nein! Ja, ich lade ihn nochmal neu. Warum hat er denn jetzt auf einmal die Schrotflinte in der Hand? Alter, da muss Artyom mir jetzt mal echt sagen. Ich hatte doch die ganze Zeit dieses schallgedämpfte Ding in den Pfoten. Das gibt's doch nicht. So, hier waren jetzt die zwei Typen, ne? Was? Wieso kann ich denn... Okay. Wir werden das Ganze jetzt mal so angehen, wie ich das schon von vornherein in der Idee hatte. Wenn ich das überhaupt... Also... Maske ab. Ganz gut. Solange ihn niemand berührt. Blödes Schrottteil. Stell deine Wache ab. Toha, Kursoi, kommt her. Passt auf den Generator auf. Und wenn ich euch dabei erwische, dass ihr Karten spielt, seid ihr tot. Das sieht ganz, ganz cremig aus für uns. Ich werde mal versuchen, vielleicht von hier aus mal eben. Ja, das geht so nicht. Das
zu. Scheiße. Ja, weil das eine Glaslampe war. Oder beziehungsweise eine Glühbirne. Ist klar, dass sie das gehört haben. Ist logisch. So, schauen wir mal. Oh, kacke, hier ist eine Falle. Kann man die nicht irgendwie umgehen? Scheiß Drecksfalle hier. Ich sollte besser mal nachschauen. Willst du mich veräppeln? Ist da unten ein Durchgang? Nein, da unten ist kein Durchgang. Okay. So. Der hat übrigens auch... Geht weg, ihr scheiß Fliegen. Irgendwas ist hier doch. So, und wir müssen natürlich aufpassen auf Fallen. Mein Gott, ist das spannend. Das ist so cool. Das ist so... Das ist so cool, ist das gerade. Ich glaube, wir gehen gerade zum Generator. Kann das sein? Diese ekligen Spinnennetze, die sind so... Ich glaube, hier ist der Generatorraum. Wow, 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 wow. Der stand da gerade schon. Wo ist er? Wo ist er? Ich könnte den Generator von hier ausschalten, aber... Das habe ich extra im Dunkeln gemacht, damit die kleinen Kinder das nicht sehen. So. Den habe ich gar nicht gesehen, habe ich einfach mal hingeworfen, weil ich den nur quasseln gehört habe. So, wenn ich den jetzt ausmache, dann habe ich sowieso hier richtig Achterbahn. Da kann ich von ausgehen. Deswegen werde ich jetzt hier... Was? Nein. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal alles abgrasen, was jetzt abzugrasen ist. Ja. Komisch, dass er das Feuer nicht ausmachen kann. Beim letzten Mal irgendwie in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, war es Folge 4, da konnte ich, glaube ich, ein Feuer ausmachen. Ich werde mich mal ein wenig umsehen, ja? Nicht böse sein, aber... Ich hab gehört, man bekommt ein Magazin für die getöteten Kommunisten. Vielleicht kann ich ja von vornherein schon... Ach, jetzt sind wir hier unten. Ach so. Was ist das denn für eine Lichtquelle da oben? Okay. Vielleicht können wir ja die schon mal vorab ein wenig erledigen. Da steht auf jeden Fall einer. Nein, 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 nein. Was? 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 Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Ja! Yes! Kein Alarm. Kein Alarm, das ist gut. Das ist gut, oder? Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hm. Ja, Kumpel, wenn du aufwachen könntest, dann hättest du kein schönes Gesicht. Ja, so ein bisschen gegrilltes Gesicht ist wahrscheinlich nicht sehr gut. Oh. So. Ja, das hat doch wunderbar geklappt. Findest du nicht? Ich find's cool. Ich find's geil. Boah, was ist das denn für ein cooles Gewehr? Alter Walter. Tausche ich das gegen die Flinte mal aus? Ich tausche das mal gegen die Flinte aus. Boah, wie cool ist das denn? Boah, geil. Das macht natürlich jede Menge Krach. Was wir nicht gebrauchen können. Deswegen bleibe ich da doch nochmal auf meine MP, meine schallgedämpfte MP und werde mal eben den Generator jetzt ausschalten und mal gucken, was passiert. Das war so klar. Nichts passiert. Die klingeln schon wieder. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir jetzt gleich Kundschaft kriegen. Night Vision on! Ich höre das schon ein. Ich höre schon ein. Ich höre einen laufen. Psst, ganz leise. Ganz leise. Ich wusste es doch.
Ach man, ist das cool gemacht mit den Flimmern auf dem Bildschirm. Das ist verdammt geil. Das ist so richtig so voll Outlast. Und Spaß, ich komme richtig ins Outlast-Feeling gerade. Ja. Das ist irgendwie total, total geil gemacht. Hier läuft auf jeden Fall einer. Da läuft er. Schlange. Habe ich die Trophäe bekommen? Yes! Hier drunter komme ich anscheinend nicht, ne? So Mist, okay. Gehen wir mal durch die Metro. Oh, hier haben wir mit. Ah, ne, Pfeil, okay, dir. Was war das? Obwohl, ich fühle mich eigentlich so jetzt nicht alleine, aber. Oh, was ich immer wieder vergesse, ich muss auf die Dings achten, auf die Fallen. Und hier ist doch noch irgendwo einer, oder? Was? Was war hier? Okay. Ich höre welche, ich sehe sie aber nicht. Die scheinen wahrscheinlich irgendwo anders zu sein. Ja, wahrscheinlich hier runter. Gehen wir mal vernünftig und leise die Treppe runter. So. Mich interessiert das jetzt mal, ob wir noch immer noch zu den beiden müssen, die wir oben liegen gelassen haben, einfach. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob wir da vielleicht nochmal hinkommen zu denen. Entschuldigung. Warum ist das jetzt gerade so hell hier drin? Aha. Hier hat jemand gelesen. Bücher ohne Ende. Hier ist aber nichts zu finden. Das ist aber komisch. Ich dachte, vielleicht hier liegt hier ein Metrobuch oder sowas. Oder vielleicht irgend so ein... Das ist aber merkwürdig. Naja. Ich würde sagen, wir setzen uns auf diesen Stuhl. Lesen ein paar Bücher. Schön gemütlich. Und sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Und dann geht's spannend weiter, bevor dann noch meine Hose irgendwann aussieht wie diese Wand. Ja, also. Macht's gut. Ciao.